So, willkommen zurück zum zweiten Teil vom Let's Play Battlefront bzw. Star Wars Battlefront 2. Wir starten noch direkt mal gut rein hier. Wir werden direkt mal ein bisschen abgeknallt. Aber den Typen, den holen wir uns direkt. So, da oben ist auch noch einer. Der geht um die Ecke. Und da geht die Tür jetzt auch noch auf. Ja, nichtsdestotrotz, die Level am Anfang noch relativ einfach, relativ simpel. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich abgeknallt. Dann sehen wir, wie simpel es ist. Ah, was machen die denn jetzt da? Erstmal kurz. Bisschen die Energie wieder aufladen und dann um die Ecke gucken. Wen wir da noch so zu erledigen haben. Ich sehe die Leute gar nicht, alles einfach weitergehen. So. Das ist immer geil, dann kommen immer Leute direkt um die Ecke. Ah, aber ist alles noch in einem Rahmen, wo man sagen muss, da komme selbst ich noch durch und das heißt wirklich schon was. So, kurz mal aufladen, bevor wir weitergehen. Kommen schon die nächsten Bastarde. Okay, die Tür ist zu. Hier ist nichts. Wo sind wir denn eben dran vorbeigelaufen? Hier war doch keine Tür offen. Doch, okay, alles klar. Klar, Fall von nicht aufgepasst. So, und da hinten dann noch weg. So, jetzt geht da wieder die Tür auf. Kommt da noch was von oben? Ey, leck mich am Arsch. Da oben will ich nicht. Irgendwas wegmachen. Ja, gut. Ja. Das ist natürlich gut, ne? Wenn man davor so ein Ding die ganze Zeit knallt. Von da kommt nichts. Andere Seite schon. Boah, ich dachte, jetzt wäre ich dran, ey. Erstmal wieder voll aufladen und dann geht's weiter. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Spielstil findet. Von 1 bis 10. Wahrscheinlich so 3. So, jetzt von da oben. Kommt bestimmt gleich was, ey, wenn der scheiß Roboter da so lange braucht. Der Druid. Okay, ja, das ist keine gute Idee. Wir dürfen nicht in die Hocke. Komm, den einen holen wir uns schon mal. Und jetzt den anderen Arsch. Alter, was geht denn da ab? Kann ich einfach weg? Geht das? Ich bin gespannt, wie weit die mir hinterher rennen. Ich will aber eigentlich vor dem Problem lieber weglaufen. Erstmal da gucken. Okay, also die laufen mir nicht hinterher. Das ist schon mal zumindest eine gute Nachricht hier. Für uns. Und da ist die Kapsel. Das heißt, die Mission ist erstmal beendet. Ich schalte mich nochmal ab und wir schauen uns die Videosequenz an. Commander an Deck. Rühren. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko, die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch den Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Commander. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion.
Sie mir den Inferno-Trupp. Commander Versio, Meldung. Wir sehen ein Bergungsteam der Rebellen, kommen aber zu spät, um die Saboteure zu ergreifen. Wie ist der Status des Todessternschildgenerators? Schlimmer als erwartet. Keine Chance, sie wieder flott zu bekommen. Dann ist unsere Kampfstation angreifbar. Rebellen eliminieren und Rückkehr zu Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Haas kommt mit. Und Miko, wir brauchen Deckung. Ein Ziel, direkt voraus. Mir folgen. Verstanden, Commander. So, damit klinge ich mich wieder ein. Und los geht es hier. Das war schon mal der verkehrte Weg. Einfach mal irgendwo hin zu ballern. Das sorgt natürlich schon mal für Aufmerksamkeit, die wir lieber am Anfang nicht gehabt hätten. Jetzt haben wir sie. Vielleicht noch am Rande, was mich an diesem Spiel auch noch sehr begeistert. Hallo? Hier ist man ja von nichts sicher. Was mich an dem Spiel auch noch so begeistert, ist einmal diese Bilder, wie wir sie gerade gesehen haben, in so einer Zwischensequenz, die einfach ultra geil sind. Dann insgesamt so ein Story-Modus, also ich weiß jetzt nicht, welche Story jetzt hier gespielt wird, aber ich weiß es damals bei Star Wars Jedi Knight 2 oder Jedi Akademie oder so. Das waren Stories, die waren teilweise ja besser als die neuen Filme, jetzt übertrieben gesehen. Hatten die Stories, die waren so gut durchdacht und die haben so viel Spaß gemacht. Und das erhoffe ich mir hier auch. Finde es bis jetzt ganz nett. Also weiß natürlich nicht, wie die Story weitergeht, aber das erhoffe ich mir natürlich. Und der dritte ganz, ganz große Punkt, die Musik. Einfach diese Originalmusik zu hören, das ist ja wie ein innerer Orgasmus irgendwie. Also wenn ich diese Star Wars Musik höre, also es gibt ja viele Themen, Musiken aus Star Wars, die man dann direkt erkennt und sie auch irgendwie in der Szene zuordnen kann. Und der Klang, das macht schon Spaß. Also deswegen lohnt es sich das für mich schon. Und deswegen spiele ich jetzt auch sowas, weil normalerweise bin ich wirklich nicht dieser Ballerspieltyp, aber bei sowas, da kann ich fast gar nicht anders. Also die Bilder, die Stories, die Musik, das macht so Spaß. Und da macht mir das Ballern dann auch irgendwie Spaß, weil ich mich so komplett in diese Star Wars Welt hineinversetzt fühle. Und das soll das Spiel machen und das tut es auch bis jetzt. Es ist vorbei. Bunker gesichert. Das ist echt immer viel komplizierter, zumindest als wie ich das gedacht hatte, zu spielen und zu reden gleichzeitig. Und das halt, wo ich jetzt eh nicht so der Weltklasse-Spieler bin, macht es die Sache nicht einfacher. Aber noch komme ich ganz gut durch, das muss man sagen. So, wo sind sie da vorne? Ja, sehr gut. Den nächsten auch mal weg. Sind sie jetzt alle weg? Ich glaube nicht, oder? Das wäre ein bisschen wenig. Alter, wo kommt der denn jetzt her? Ey, leck mich im Arsch! Ich will nicht sterben hier! Wo kam der denn jetzt bitte schon her? Daran sieht man einfach, wie groß mein Potenzial ist. Wo kommt das her? Erstmal einmal umdrehen, nicht wegrennen. Einfach erstmal abschießen lassen, gucken, wo der kommt. Nicht verstecken, sondern erstmal gucken, wo kommt der Schuss her. Das ist ganz große Klasse. So. Interessante Landschaft auf jeden Fall. Da hinten noch. Ich glaube, so weit. Komme ich so weit? Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ja.
Okay. Ich glaube tatsächlich, das ist zu weit weg irgendwie. Ist jetzt die Frage. Kommt der Knochen zum Hund? Oder geht der Hund zum Knochen? Alter, ey, geh mir doch nicht auf den Sack, ey. Bleib doch einfach mal irgendwo stehen, wo ich dich abknallen kann. Meine Fresse, ey. Das sieht gut aus. Gesichert. Okay, das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuttle? Nein, das sind nur TIE-Jäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mal aus. Das ist unmöglich. Los jetzt, Agenten. Wir können später trauern. Wir müssen jetzt weiter los. So, hiermit beende ich dann auch wieder die nächste Folge von Let's Play Star Wars Battlefront 2. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt dran, ansonsten abonniert mich, gebt ein Like und ja, schaut einfach in die Playlist.